So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Armins Kampf. Heute ist endlich der Tag. Wir sind maximal zu spät, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der kämpft höchstwahrscheinlich so um 6 Uhr, 6.15 Uhr. Und wir sind laut Navi erst um 17 Uhr da. Seine Hände müssen noch bandagiert werden. Aber wir kriegen alles hin. Alles wird gut. Füll mal einmal die Glatze. Hello. Die Glatze wird uns reich machen. Lass mal sein, Bruder. Das ist 240. Bruder, aber der Armin kriegt den locker, Bruder. Jetzt stehen wir vor der Riesenhalle. Ich bin sehr aufgeregt, sehr gespannt, aber ich freue mich drauf. Wir versuchen die positive Energie dem Armin jetzt zu geben, dass er gleich einen guten Kampf abliefert für euch. Das ist der Vertrag, wo du deine Seele verkauft hast. Ich bin YouTuber, ja. Oh. Chicos con Vision. Cool, ne? Kann der Nikolaus was reinmachen. Ich hab was noch cooleres nehmen. Maximax. Ich weiß nicht, wo mein Trainer ist. Ich kämpfe halt einfach. Ich muss meine Hände bandagieren lassen. Auch ganz schnell. Jetzt wird es stressig. Ich weiß nicht, so ab 18 Uhr irgendwann. Wie spät haben wir? Weiß ich nicht, wie lange. Wir haben schon 17.30 Uhr. Also, letztes Mal in der Turnhalle war es auf jeden Fall viel organisierter als hier. Stress. Aber wir lassen es nicht an uns ran. Wie lange dauert Hände tapen ungefähr? 10 Minuten? 10 Minuten. Hier ist gerade leider sehr, sehr viel Chaos. Muss ich ehrlich sagen. Einer sagt 18 Uhr beginnt, der andere sagt 18.30 Uhr. Wir haben gar keine Möglichkeit, irgendwie das abzuschätzen hier. Aber wir hoffen aufs Beste. 17.42 Uhr. Guck auf dieses Habib-Bild. When Allah is with you, nobody can beat you. Nobody. So, Bandagen fertig. Jetzt kann's losgehen. Danke an den Bruder. Danke, Bruder. Vielen, vielen Dank. Weltmeistertitel, wie viel hast du gehabt? Sag schnell. 18 Mal. 18 Mal. Hört die Leute, 18 Mal. Gegen mich. Nur 18 Mal. Nur 18 Mal. 10 Minuten. Sehr stressig. Erst heißt 18 Uhr, dann 18.30 Uhr. Keiner, der unsere Hände bandagiert. Jetzt haben wir jemanden gefunden, der die Hände bandagiert. Armin geht jetzt auf Toilette. Und dann geht's los. Ja, wir sind aber dann live. Wir können dann live, wir haben da nicht viel Problem. Spielraum. Wir müssen in 12 Minuten fertig sein. Wir hatten gerade zuerst Walk-In, aber ihr müsst halt trotzdem. Wäre cool, wenn ihr dann schon in der Nähe seid. Jetzt fahren wir schnell sein Tempo hoch. Armin, Gott sei Dank, kann sehr schnell warm werden. Das haben wir schon aufgemacht, ohne warm machen. Entspann ihn rein, deswegen. Die Situation schon geübt? Nicht geübt, aber du musst immer eine Situation so anpassen, wie die ist. Du kannst ja keine Extrawurst sein. Leider können wir es noch nicht sein. Ja. Mach du dich erstmal ein bisschen warm. Soll er reingehen, verlieren nur wegen Zeitdruck? Keiner hat hier was organisiert. Keiner hat hier was organisiert. Du, Chat, egal was hier ist, du schaltest das aus. Du bist recht alleine, du kannst das nicht. Schalte alles aus. Genau so. Das ist schwer. So im letzten Kampf hast du die zweite Runde gemerkt, also gerade bei uns wird das viel einfacher. Du machst ja selber schwer, indem du hackst. Chaos kommt so oder so mit deiner Bitte Kraft. Hier. Mein Lied, Alter. Okay, wir können schon gehen. Wir haben dein Lied nicht genommen. Du machst Lied mit deinen Fäusten. Der roten Ecke. Und ich rufe in den Ring. She wanna show me round a bit, I'll get involved. Hop into a Papa G-Wagon and kick it, yeah. Different scene. Jawohl. Bruder, wenn du bist da. Mann, sag mal.
rechts hinterher. Aber den Weg, siehst du wieder weg, läuft schnell nicht besser. Steh nicht schräg, steh gerade. Ein Oberkörper-Mein-Bewegung. Jawohl! Hör mir zu! Oberkörper meiden! Jawohl! Körperkopf, fang gerade an, die rechte! Nimm die mit! Jawohl! Genau, wieder hoch zu machen! Sei nicht zu sicher! Hände oben! Lass deine Hände oben! Ja! Hey, hey, mach keine Ello! Rechts hoch, links aufwärts! Ja! Hände hoch! Hab ihn nicht offen bleiben! Hör mir ganz genau zu. Du machst das super. Aber lauf nicht die ganze Zeit mit dem mit. Bleib stehen und positionier dich. Und fang unten an, geh mit der rechten Oberhand drüber. Nicht gerade. Link unten rechts. Jawohl, und dann die rechte drüber. Weg abschneiden. Weg abschneiden. Ja. Rechte gerade, wenn. Ja, aber mit gerade. Nicht haken, gerade. Gerade, rechte gerade. Sehr gut, weiter. Letzten 3 Minuten, Armin. Ja. Einfach Spaß haben, Armin. Und wenn du drin bist, haust du. Ja! Sehr stark. Und dann drüber hauen, dann drüber hauen. Genau, dann drüber genau. Hauen. Ja. Jawohl! Genau so. Und dann noch den doppelten Hand, doppelte Hand. Dann haust du den K.O. Doppelte Hand, der geht runter. Doppelte Hand, ja. Jawohl! Jawohl, stark. Und dann. Ja. Jawohl! Zeig mal, was du drauf ja. Hast. Ja! Letzte Chance! Ja! Ey! Hirnblutung gehabt, 3 Jahre nicht geboxt, Hirnblutung gehabt, keiner wollte, dass wir boxen, hier sind wir. Keiner hat uns warm machen lassen, keiner. Wir haben 10 Minuten warm gemacht, 10 Minuten. Einstimmiges Punktrichter unter Betreuung von Punktrichter Stimo David, Sieger des ersten Kampfes, Armin Ayrulay. Ich werde meinen Opa einmal grüßen. Mein Opa. Und wir kommen zum nächsten Kampf des heute wohnhaft in Karlsruhe. Alessandro! Hey, von deinem. Ah, Alhamdulillah. Mit gefällter Rippe gekämpft und trotzdem geschafft. Ich hatte 40% weniger Ausdauer, aber ich hab's geschafft. Beten hat sehr geholfen. Und ja, Leute, ich bin mega glücklich. Danke an meinen Trainer, danke an Nima. Danke an Yassin, danke an dich, Sophia, die Arsenal. Danke an meine Sponsoren, Leute. Und wie gesagt, danke an meine Eltern.